Gut. Dann herzlich willkommen bei unserem Talk Browser Basics. Ich bin der Jakob, das ist der Georg. Wir sind schon lange Jahre mithelfend bei den Linux-Tagen. Genau. Und heute wird es so ein bisschen Einführung in verschiedene Browser gehen. Eigentlich werden wir nur zwei Browser besprechen und nachher kurz sagen, warum. Zielgruppe ist so alle Leute, die mit dem Browser arbeiten, aber jetzt nicht unbedingt Webdeveloper sind. Das heißt, wenn man sich wirklich auskennt, was passiert und was abgeht, das ist nicht, das werden wir nicht erklären. Es geht tatsächlich so um Bedienen, wie setzt man den so in alltäglichen Gebrauch ein und wie kann man das schneller machen, besser machen. Vielleicht ein paar Tricks und Tipps, die man einfach noch nicht kennt. Genau. Warum Kürzel verwenden? Wir sind Fans von so Tastenkombinationen und von allem, wo man, mit dem man Dinge schneller machen kann und eventuell nicht die ganze Zeit mit der Maus herumfahren muss oder 10 Menüs aufmachen muss, sondern die Funktionen, die man braucht, einfach sehr schnell zugänglich hat. Und da geht es auch darum, dass man die herzeigen und ein paar, die man sich dann merken kann. Unser Talk wird genau zwei Browser umfassen, und zwar Firefox und Chromium. Deshalb, weil die beide Open Source sind, wir auf den Linux-Tagen sind und wir dies dort herzeigen. Allerdings, die meisten Dinge, die wir herzeigen, funktionieren in allen Browsern sehr gleich oder ähnlich. Manchmal ist eine Taste Unterschied, aber es ist eigentlich ziemlich überall anwendbar. Noch ein Kommentar zum Chromium. Das ist Open Source Software Browser. Auf dem basiert dann Google Chrome. Für alle, die das nicht kennen oder nicht gewusst haben. Und falls Sie alle gewundert haben, was der Titel der Linux-Tage Seitenwechsel eigentlich soll, wir auch, aber wir haben uns gedacht, wir zeigen, wie man professionell die Seiten in einem Browser wechseln kann. Ja, also, nachdem wir den Browser jetzt gestartet haben, müssen wir oder können wir den Browser konfigurieren. Dafür gibt es eben verschiedene Seiten. Im Chromium ist es Chrome Settings, beziehungsweise für experimentellere Dinge Chrome Flags. Und in Firefox ist es About Preferences. Und da kann man eben Sachen einstellen wie Cookies, die Suchmaschinen, die man verwenden will, das Browserverhalten, zum Beispiel die Startseite, wenn man den Browser das erste Mal öffnet, oder ob man die vorherige Session wieder restoren möchte. Wir zeigen das dann später noch her. Und dann kommen wir jetzt gleich zu den Shortcuts. Eben wenn man den Browser geöffnet hat, dann hat man mal ein Fenster. Mit STRG N kann man ein neues Fenster aufmachen. Und dann gibt es auch noch das Privatsphäre-Fenster. Da wird dann zum Beispiel die Cookies sozusagen entfernt. Das heißt, es ist wie, als würde man einen komplett neuen Browser aufmachen, der keine vorgefertigten Konfigurationen hat. Dann mit STRG T kann man neue Tabs öffnen. Das ist relativ praktisch, weil dann hat man gleich die Übersicht, im Gegensatz zu, wenn man neue Fenster aufmacht. Da sieht man dann die ganzen offenen Tabs, was beim neuen Fenster ja nicht der Fall wäre. Mit STRG-SHIFT-T kann man, wenn man unabsichtlich einen Tab zugemacht hat oder wenn einem noch was eingefallen ist, was man auf der Webseite nachschauen wollte, dann kann man mit STRG-SHIFT-T eben die letztgeschlossenen Tabs wieder aufmachen. Wenn man das öfter drückt, dann den vorletztgeschlossenen Tab und so weiter. Dann Tab schließen kann man mit STRG-W. Da muss man oben nicht immer auf das X klicken, auch relativ praktisch. Dann gibt es auch noch was relativ Praktisches. Das ist unter Chromium STRG 1 bis 9. Das funktioniert so, wenn man jetzt viele Tabs offen hat, ich habe standardmäßig immer mal mindestens 20 Tabs offen, weil die braucht man alle, ist so. Dann STRG 1 wechselt dann zum ersten Tab bis 8 und 9 ist der letztgeöffnete Tab.
Und wenn man jetzt eben 20 offen hat, dann kommt man mit Steuerung 9 eben zum 20. Wenn man jetzt aber zum 19. will, dann kann man Steuerung 9 drücken und dann Steuerung Shift Tab bzw. Steuerung Tab. Das wechselt dann die zur nächsten bzw. zur vorherigen Registerkarte. Dann was man auch häufig braucht, ist das Neuladen. Wenn man jetzt auf Twitter ist, will man unbedingt immer die neuesten Updates haben, dann kann man mit F5 normal neuladen, beziehungsweise mit Steuerung F5 kann man dann auch neuladen, ohne dass da Cache verwendet wird. Das ist zum Beispiel beim Web-Developen manchmal praktisch, um eben den Cache zu lernen. Oder wenn man sich gerade für USI-Kurse anmelden will, kann das auch sehr praktisch sein, so ist. Oder überall, wo online irgendwas freigeschalten wird und man quasi wartet, dass das genau zu der Uhrzeit verfügbar ist, ist das eine sehr praktische Kombination. Dann gibt es noch Steuerung und Enter. Das ist wenn man das in der Suchleiste macht, dann öffnet man damit einen neuen Tab, anstatt sozusagen den aktuellen Tab neu zu laden bzw. sozusagen zu überschreiben. Das werden wir jetzt herzeigen. Also das ist jetzt die experimentelle Seite im Firefox. Experimentell deshalb, weil es gibt ja die normalen Einstellungen und bei About Config kann man auch sehr viele Dinge einstellen, die man über das normale Menü nicht findet. Allerdings gibt es genauso da eine Suche, wenn man da jetzt irgendwie Startpage eingibt, dann findet man, okay, wahrscheinlich heißt es anders, aber findet man genauso die Einstellungen, die man sucht, sehr schnell. Genau. Wenn wir jetzt gleich mal noch kurz was, bevor wir da neue Tabs aufmachen, wollten wir eigentlich noch. Das ist ein bisschen groß, gell? Ah, ich glaube, das passt schon. Da sieht man jetzt, welche Tasten der Jakob drücken wird. Genau, weil das ist ganz cool, wenn die Tastenkombinationen macht, dass man das auch mitkriegt. Genau, wir müssen gleich mal einen neuen Tab aufmachen und dann mal auf die Linux-Tage-Homepage gehen. In dem Fall sollte halt kein Passwort eingeben. Genau. Wenn wir irgendwie einen zweiten Tab aufmachen, damit wir mehr Tabs haben. Pre-Tags. Genau. Jetzt machen wir ein neues Fenster auf. Das kennt ihr ja. Gehen wir nochmal auf linuxtage.at. Dann machen wir das Fenster wieder zu. Das ist nicht optimal mit dem Vortrag. So. Wenn wir jetzt Steuerung Shift eindrückt, dann macht er das letzte Fenster wieder auf. Zwar im Hintergrund, aber er macht es wieder auf. Was auch sehr praktisch sein kann, was gleich funktioniert, wie jetzt machen wir es wieder zu, damit wir auf einem Fenster bleiben. Wenn wir den Tab zumachen, können wir mit Steuerung Shift Tab den Tab wieder aufmachen. Genau. Jetzt haben wir vorher schon gehört, Steuerung 0. Jetzt sind wir im Firefox. Da funktionieren die Herumspringen zwischen den Tabs mit Alt. Ah ja. Da kann man gleich das nächste Feature herzeigen. Selber mir ausgedrückt. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, wenn Seiten etwas klein sind, kann man mit Steuerung Plus zoomen und Steuerung 0 setzt das Zoom-Level wieder zurück. Deshalb ist 0 nicht in der Tab-Navigation, sondern in eigene Funktionalität. Genau, und wenn wir jetzt Alt 9 eingeben, sehen wir, kommen wir auf den letzten Tab, obwohl wir da nur 3 Tabs haben jetzt. Wenn wir das Ctrl-V noch machen, können wir den Google-Tab wieder zumachen. Privatsphäre-Fenster? Die Privatsphäre-Fenster, da haben wir vorher auch 2 Tastenkombinationen gesehen. Das sind jetzt im Firefox, das ist da Ctrl-Shift-P. Wenn wir ein neues Fenster aufmachen, sind wir Privatsphäre. Tatsächlich Privatsphäre, man soll das nicht ganz falsch verstehen, das heißt nicht, dass alles geblockt wird und niemand da mittracken kann, sondern das heißt nur, dass die eigenen Einstellungen quasi weg sind und manche Dinge vom Firefox extra laufen. Aber man kann trotzdem noch im Internet getrackt werden. Also vielleicht noch kurz dazu, warum man das verwenden sollte. Es ist praktischer, als wenn man jetzt sich
sozusagen noch einmal zusätzlich einen neuen Browser installiert, wo den man nur für Sachen, für Privatsphäre kritische Sachen verwendet. Aber das ist eher mühsam, weil da, wenn man da jetzt auf Webseiten geht, wo man sich einloggen muss, dann muss man sich das Passwort merken. Aber heutzutage haben die Browser schon das Feature, sich eben Username und Passwort zu merken. Und das schlagt einem der Browser dann vor im Privatsphärefenster. Und dann kann man sich bequem einloggen. Also das ist eigentlich ein Bequemlichkeitsfeature, würde ich sagen. Gut. Wie gesagt, wir gehen mal weiter. Wir werden dann im Laufe des Vortrags ein paar andere von den gezeigten Features vorzeigen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit fragen. Oder wenn ihr irgendwas nicht ganz verstanden habt. Eben der Jakob hat schon erklärt, wie das mit dem Zoom funktioniert. Dann gibt es auch noch Alt und die Pfeiltasten. Nach, von mir aus jetzt links, ist in der Tab Browser History zurück. Das heißt auf die vorherige Seite. Und wenn man jetzt einmal zurückgegangen ist, kann man auch wieder nach vorne springen. Das ist eben dann mit der anderen Seite. Dann gibt es noch so Shortcuts wie Steuerung und L bzw. F6 oder Alt-D, wenn ich das richtig im Kopf habe. Damit kommt man dann in die Such- bzw. Adressleiste, um auf eine andere Website zu navigieren. So. Okay, immer auf den. Um die History zu haben, muss man mal überhaupt eine History haben. Sonst mal ein bisschen herumklicken. Mal das schöne Programm anschauen. Und dann jetzt mit Alt-Tab, da sieht man, dass man in der History herumspringen kann. Alt-Pfeil hat er gemeint. Also Alt-Pfeil. Ihr seht jetzt hoffentlich, was ich drücke. Genau, mit Steuerung L kommt man immer in die Leiste oben, was sehr praktisch sein kann, wenn man jetzt irgendwas Neues eingibt. Mal schauen. Ah ja, jetzt habe ich es mit Tab aufgemacht, dann macht er mal so ein neues Fenster auf, wie wir das vorher schon gehört haben. Ich muss echt aus dem Ding rausgehen, sonst geht er mir da immer wieder zurück. Genau, mit F6 kann man immer im Fokus herumspringen, das heißt, er geht einmal rauf und dann wieder runter, was praktisch sein kann, wenn man gerade irgendwo herumzoomen will oder gerade die Maus nicht zur Hand hat. So. Ja, dann gibt es natürlich auch noch Shortcuts, die jetzt die Browser-Funktionalität an sich betreffen. Das ist zum Beispiel die Historie anzuzeigen. Das ist dann tabübergreifend und fensterübergreifend, beziehungsweise im Chromium, wenn man sich dort mit seinem Google-Account anmeldet, ist es sogar geräteübergreifend. Das ist relativ praktisch, wenn man weiß, man hat gestern irgendeine Webseite angesurft, da war irgendeine Info, die man natürlich schon wieder vergessen hat, weil man kann es eh nachschauen. Dann kann man eben in der Historie nachschauen und auch suchen. Dann mit Steuerung D kann man Bookmarks erstellen und mit Steuerung Shift O, beziehungsweise das eine ist Firefox, das andere ist Chrome, die seine Lesezeichen anschauen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Downloads, die man über den Browser gestartet hat, dass man die nachschauen kann. Und Steuerung Shift entfernen, da kommt dann ein Pop-up-Fenster, wo man die Browserdaten löschen kann. Eben wie zum Beispiel Cookies und Suchmaschinen und die Historie. Und wenn man jetzt die Einträge aus der Suchleiste entfernen möchte, es gibt ja diesen intelligenten Vorschlag von Links. Da, wenn da jetzt zum Beispiel der Link nicht mehr funktioniert und es gibt einen neuen Link, aber der heißt so ähnlich, dann hat man den immer noch immer als Vorschlag, meistens eher weiter oben gereiht, weil man den früher halt oft verwendet hat. Und um den zu löschen, kann man dann eben runter, das kann man entweder mit der Pfeiltaste nach unten oder mit Tab und dann Shift entfernen, den Eintrag löschen. So, wenn wir ein paar von den Sachen herzeigen, mit Ctrl-H sehen wir schon, wir haben eine History, wir haben jetzt da einen recht neuen Browser, das ist ziemlich langweilig, aber wenn man
quasi das, da ist die Navigation nur recht kompliziert, wenn man nicht so genau weiß, wann das war oder wenn man sich genug Zeit sortieren will. Da gibt es eine Steuerung Shift H, dann macht er das in einem eigenen Fenster auf und da kann man tatsächlich dann das besser sortieren, versuchen und sogar mit Schlagwörtern besetzen, wenn man unbedingt will. Dann haben wir gesagt, wir wollten die Linux-Tage-Bookmarken, das machen wir mit Ctrl-D. Und dann wollte man die Bookmarks anschauen auch noch. Dann mit Ctrl-B, der wieder das gleiche, da sieht man die Bookmarks, die Bookmark-Verwaltung und Ctrl-Shift-B? Nein. No. Oder Ctrl-Shift-B? Was willst du machen? Achso, nein, passt schon. Genau, da sieht man die Bookmarks. Da sehen wir, er hatte manche automatischen Bookmarks und hat jetzt in die weitere Lesezeichen die Linux-Tage gespeichert. Downloads haben wir noch keine, von dem her wird dann noch nicht allzu viel angezeigt werden. Das heißt. Doch, ja, da zeigt die Downloads an. Aber da sieht man, dass sie leer ist. Genau. Dann haben wir noch davor gehabt, die Historie entfernen, oder? Ich glaube schon, dass das geht. No. Okay, dann wechseln wir mal zu Chrome. Steuerung, Shift, entfernen. Das geht da auch nicht. Spannend. Vielleicht ist das dann wirklich nur ein Chrome-Feature. Okay, naja. Aber wir haben dann zum Schluss eh die Ressourcen, da können Sie es selber noch einmal nachschauen oder sonst nachgoogeln. Dann, wenn man jetzt eine Webseite offen hat und man da ist ein Link, den man anklicken möchte, aber man möchte noch die Originalseite offen lassen, dann kann man mit Steuerung und Linkklick, also Klick auf den Link, den Link aufmachen, aber in einem neuen Tab im Hintergrund. Mit Steuerung Shift und dann einem Klick öffnet man die neue Registerkarte und wechselt auch gleich dazu hin. Das gleiche kann man mit der Maus machen, nämlich die mittlere Maustaste. Das ist da beim Rad da vorne reindrücken. Dann öffnet sich ebenfalls ein neuer Tab, aber eben auch im Hintergrund. Wenn wir die Vorträge in einem neuen Tab aufmachen wollen, können wir entweder so machen oder mit Steuerung draufklicken oder mit Steuerung Shift, dann macht es im neuen Tab im Vordergrund auf. Genau. Das kann man dann passt aber. Ich glaube, wir sind eh recht flott, gell? So, um jetzt in einer Webseite zu navigieren, gibt es zum Beispiel, wenn man möchte nach irgendwas suchen, zum Beispiel nach unserem Vortrag im Programm, dann kann man Steuerung F verwenden, um jetzt in der Webseite zu suchen. Genau. Und jetzt könnte man schauen, gibt es noch einen Vortrag mit dem Thema Browser? Dann können wir entweder auf Enter drücken oder F3. Das springt dann zum nächsten Eintrag, zum nächsten gefundenen. Beziehungsweise mit Shift F3 kommt man wieder in die andere Richtung. Dann, das ist bei zwei Einträgen jetzt recht. Ja, das ist klar. Weil das Sven sein. Wir könnten einmal nach Linux suchen, das kommt vielleicht öfter vor. Wahrscheinlich. Das sieht man das dann ganz gut, dass man da einmal nach unten und einmal nach oben springt. Genau. Dann gibt es noch das Scrollen in der Webseite. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Entweder natürlich mit dem Mausrad oder mit Bild nach oben, Bild nach unten, sowie mit den Pfeiltasten. Bild nach oben und unten ist von dem her ganz praktisch, dass wenn man einen Text liest, dass er dann tatsächlich genau so weit scrollt, wie man es gelesen hat und dann halt genau eine Page nach unten geht. Genauso kann man das mit der Leertaste machen oder mit Shift-Leertaste. Du bist jetzt in der Suche, deswegen funktioniert es nicht. Mit Shift-Leertaste kommt man wieder rauf. Genau. Dann gibt es noch Tab. Das springt zu jedem anklickbaren Element auf der Webseite. Eben ein anklickbares Element ist zum Beispiel ein Button oder Form, wo man Text eingeben kann oder eben mal Links, wie in dem Fall. Shift-Tab kommt man wieder zurück, wie wir das schon gesehen haben. Genau. Und wenn man jetzt zum Beispiel wie die Programmseite, die ist
relativ lange Webseite, wie man da am Scoreparking erkennen kann. Da braucht man hin und wieder Position 1, das geht zum Seitenanfang, oder Ende zum Seitenende. Und bei manchen Webseiten kann man, die sind größer als der Bildschirm. Wenn der Jakob vielleicht einmal reinzoomt, dann haben wir das. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie du das glaubst. Aber manchmal kann man auf jeden Fall, da hat man dann da unten noch eine Scrollleiste, um horizontal zu scrollen. Das kann man auch mit der Maus machen. Und zwar mit Shift und dann das Mausrad drehen. Damit man nicht extra mit der Maus da runter und rüber schieben muss. Dann zur Präsentation bitte. Dann gibt es noch das Wichtigste, das ist nämlich das Suchen, weil ich denke, jeder von uns verwendet irgendeine Suchmaschine und das mehrmals pro Tag. Und da gibt es ein cooles Feature in Browsern, dass man eben die Suchmaschine hinzufügen kann zum Browser. Bei Chromium funktioniert das so. Man muss die Webseite einmal angesurft haben. Zum Beispiel jetzt, eine Suchmaschine muss nicht unbedingt eine Suchmaschine sein. Das kann auch die Suche in einer Seite sein. Zum Beispiel Wörterbuch oder Übersetzer. Zum Beispiel dict.cc bietet das an. Da surft man einmal auf dict.cc. Und wenn man dann noch einmal in der Suchleiste dict.cc eingibt, dann kann man Tab drücken. Und dann kann man in dieser Seite suchen. Das heißt, man kann dann dict.cc, Tab und dann eben den Begriff, den man übersetzt haben möchte, machen. In Firefox ist es ein bisschen komplizierter. Da muss man auch selbst die Suchmaschine hinzufügen. Ja, warte. Geh nochmal zurück. Wenn man jetzt, na, wo ist mein Laserpointer, sieht, der Jakob hat jetzt einmal dict.cc eingeben und er schlägt das dann gleich vor. Und da rechts sieht man, wenn man jetzt Tab drückt, dann kann man die Seite durchsuchen, Übersetzung Deutsch nach Englisch. Jetzt werden wir das noch im Firefox herzeigen. So, da hat man da oben dann die Suche, da kann man auf Plus drücken und dann kann man das, die Suche hinzufügen zu seinen Suchmaschinen. Jetzt kann man da zum Beispiel Seite eingeben und dann da auf das dict.cc klicken und dann passiert dasselbe. Dann gibt es noch die Entwickler-Tools, dafür muss man nicht unbedingt Entwickler sein, um die hilfreich zu finden. Da, die kann man mit F12 starten oder mit STRG-SHIFT-I. Das macht, dass man ein bestimmtes Element inspiziert. Wenn man dann die Entwickler-Tools offen hat, da gibt es verschiedene Reiter, eben Webkonsole, Inspector, JavaScript-Debugger, Laufzeitanalyse und vieles mehr. Und der Jakob wird das jetzt herzeigen. Mhm, da haben wir jetzt unser. Das werden wir jetzt wieder zumachen, glaube ich. Genau, da sehen wir jetzt schon die Entwickler-Tools. Das ist alles nur ein bisschen klein, glaube ich. Ja. Wir sehen da schon mal, wie die Seite aufgebaut ist. Das heißt, da sieht man mal das Design. Das ist der normale Inspector. Genau, dann sieht man da die Konsole, da sieht man JavaScript-Meldungen, in dem Fall auch schon ein paar Fehler. Allerdings das ist meistens nicht so spannend, wenn man jetzt nicht Webentwickler ist. Was zum Beispiel spannender ist, ist, dass man den Speicher anschauen kann. Und bei der Speicher sehen wir, dass das dict.cc da anscheinend noch nicht allzu viel speichert. Ah nein, das ist der Webspeicher.
Entschuldigung. Der Speicher ist ein Entwicklungsfeature, da gibt es zwei. Beim Webspeicher sehen wir schon, dass da Cookies gespeichert werden. Und da sehen wir, dass DICCC schon so einiges gespeichert hat. Beziehungsweise da mal ein Session-Cookie und so drinnen ist. Vielleicht liest das vor. Ich glaube, das kann man nicht so sonderlich gut lesen, oder? Nein, ich kann einmal probieren, wie viel größer man das machen kann. Das ist jetzt größer geworden schon, oder? Ah ja. Genau. Was auch ganz praktisch ist, wenn wir nachher nochmal herzeigen, ist die Netzwerkanalyse. Das kann von dem her ganz praktisch sein, wenn man zum Beispiel wissen will, wer einen gerade trackt oder wohin die Seite eigentlich, wenn man jetzt auf DICCC geht, alles ansurft. Dann kann man da mal schauen, ob der irgendeinen Request nach Google schickt. Dann sieht man schon, aha, Google Syndication. Dann muss man mal filtern, google.com. Das heißt, der Sender, obwohl wir jetzt eigentlich auf DICCC sind, einige Requests einfach mal quer durchs Internet. So. Da kann man zum Beispiel dann auch, wenn man einen Adblocker installiert oder so, nachschauen, ob das tatsächlich funktioniert hat oder nicht. Ob der immer nur irgendwo anders hin Dinge schickt. Genau. Und wenn man gleich ein bisschen sinnvollere Features, beziehungsweise zeigen, wie man tatsächlich was davon haben kann, dass man die ganzen Sachen sieht, die quasi im Hintergrund passieren, mit einem Beispiel, ihr habt wahrscheinlich die meisten von euch das Linux-Tage-Programm angeschaut und habt euch wahrscheinlich geärgert, dass das sehr eigenartig ausschaut im Browser und ein bisschen zu sehr zusammengestaucht ist. Und man kann eben mit den Tools, nur das kleine sagen, das quasi anpassen oder sein eigenes Design über eine Seite drüber stülpen. Meistens braucht man das nicht, aber manchmal ist das sehr nützlich. Und kann einfach schon zum Beispiel diese Seite lesbar machen. Wir sehen jetzt, es schaut immer noch eher bescheiden aus. Das heißt, das ist ziemlich klein und Ding. Man kann jetzt auch, wenn man Rechtsklick, Element untersuchen macht, wenn man auch diese Entwickler-Tools gestartet, dann startet es eben der Inspector. Und man hat vorher schon gesehen, so wenn man da herumgeht, sieht man die Elemente. Und man kann jetzt natürlich probieren, da irgendwie einzelne Elemente rauszulöschen oder so, aber das ist alles nicht so optimal. Man sieht nämlich da auch den Style, also die CSS-Klassen, das ist quasi die Beschreibung, wie die ausschauen. Und wenn man da so ein bisschen rauf geht, sieht man, dass da, also die Idee jetzt, die ich gehabt habe, ist einfach, dass man mal vielleicht auch die ganze Breite der Seite verwenden könnte und nicht nur irgendwie diese Mitte. Also wir haben da mal so gesucht, wie weit komme ich da? Und das sieht man da im Layout. Genau, wenn man da ein bisschen runterscrollt, gibt es so ein Modell, wo man sieht, wie viel da verwendet wird. Und wenn man da jetzt auf Main geht, schauen wir mal, da sieht man, dass da ein Abstand ist. Auf dem Header, auf dem Main-Container. Und da sieht man, dass beim Container die Abstände da auf Auto gesetzt sind, links und rechts. Und da im Prinzip die Breite gesetzt ist. Und man sieht da noch mit Max Width, dass der einfach auf eine gewisse Breite gesetzt ist. Und wenn man da jetzt den noch weniger setzt, dann wird es noch schlimmer. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel mal 2500 Pixel reinstellen, das ist wahrscheinlich mehr, als wir jetzt haben. Aber dann sieht man schon mal, dass man das Programm auf einmal tatsächlich lesen kann. Noch nicht perfekt, aber es ist schon mal viel besser als vorher. genau. Wenn ich jetzt natürlich auf F5 klicke, also wenn ich die Seite neu lade, dann sind die Änderungen wieder weg. Das ist in dem Fall ein bisschen lästig, weil ich würde es das nächste Mal immer noch gern lesen können. Und dafür gibt es, wie ihr wahrscheinlich wisst, gibt es Add-ons, also Erweiterungen für den Browser. Und damit man quasi so eine Style-Änderung dauerhaft installieren kann für eine Seite, gibt es verschiedene Add-ons. Ich habe zum Beispiel das Add-on Stylish verwendet. Schauen wir mal, ob das jetzt so gut funktioniert. Genau. Das mal zum Firefox hinzufügen. Genau. Jetzt werden wir wieder auf die Seite zurückgehen. Das nochmal machen. Und in dem Fall ist es eben eine recht simple Änderung nur.
Und wir werden uns jetzt da dieses CSS da rauskopieren, das wir geändert haben. Und wenn wir da jetzt drauf gehen, okay, müssen wir jetzt erst hinzufügen, aber da können wir jetzt ein eigenes Design erstellen. Und wenn wir uns jetzt den CSS-Code da hinzufügen, und dann speichere ich das, okay, einen Namen geben, Linux-Tagefix. Und jetzt werden wir sehen, wenn wir da nochmal F5 drücken, dass da oben ein 1er erscheint und eben das Programm tatsächlich in lesbarer Breite erscheint. Und das ist für recht viele Homepages, kann das sehr nützlich sein. Teilweise kann es einfach sein, wenn man Farbe nicht mag auf irgendeiner Seite, dass man einfach die Hintergrundfarbe und die Textfarbe ändert, wenn man das stört oder so. Und das ist tatsächlich auch ohne CSS oder ohne tatsächlich Webseitendesigner zu sein, oft sehr gut möglich, da kleine Dinge zu fixen. Genau. Ich habe vorher schon vom Adblocker geredet. Ich glaube, ich werde das jetzt nicht unbedingt herzeigen, hat wahrscheinlich jeder schon mal einen Adblocker installiert. Aber man kann eben mit der Netzwerkanalyse sehr, sehr gut schauen, ob die tatsächlich funktionieren oder wo immer noch Daten hingesendet werden, beziehungsweise auch, falls es einen interessiert, von welchen Seiten, zum Beispiel, wenn man auf Medienseiten geht, die ihre Bilder nachladen oder sonst was. So, nur ein anderes Feature zeigen, das vielleicht ganz nett ist, wenn man selber eine Webseite hat, aber nicht unbedingt Designer ist, sondern einfach testen will, ob die okay ausschaut. Das heißt, zum Beispiel, wenn man jetzt Linux-Tage wäre, hätte man das machen können, vorher mal zu schauen, wie schaut denn die Webseite aus. Und oft macht man das halt dann genau auf seinem eigenen Gerät. Und dann schaut die halt auf meinem eigenen Gerät vielleicht ganz gut aus, weil ich habe eh einen Bildschirm, der dreimal so groß ist wie alle anderen. Und dann ist das ganz okay. Und da gibt es ein sehr cooles Feature. Oder zum Beispiel, wenn man für Tablets optimiert und man kein Tablet hat, dann kann man das so einfach einstellen, ohne dass man sich jetzt ein Tablet besorgen muss, kaufen oder ausbauen. Bei den Entwicklertools das Feature Bildschirmgrößen testen. Und wir sehen da jetzt schon, jetzt haben wir einen wesentlich kleineren Bildschirm. Das ist eine Absicht. Und da kann man zum Beispiel tatsächlich einstellen, ich hätte jetzt gerne die Bildschirmgröße von einem iPad. Und dann sieht man, am iPad schaut das noch mehr scheiße aus. Tatsächlich kann man dann auch das zumindest in Querformat stellen und sieht, ja, vielleicht. Und was auch ganz cool ist, was bei uns zwar nicht so spannend ist, aber oft werden so Websites irgendwo mit einer ziemlich guten Internetleitung entwickelt, wenn man so in einer Firma sitzt, die irgendwie eine gute Anbindung hat oder auf der TU. Wenn man da jetzt aber im Zug von Graz nach Wien sitzt oder so, funktioniert das dann sehr bescheiden. Und um sowas zu testen, kann man zum Beispiel so die Internetgeschwindigkeit im Browser drosseln. Das heißt, man hat immer nur dasselbe Internet, aber man simuliert so, als würde man quasi sehr bescheidenes mobiles Internet haben. Jetzt einmal auf GPRS gehen und die Seite neu laden, wird einem schon auffallen, das ist nur recht wenig, aber dass das nicht ganz so schnell funktioniert. Genau. Und das kann man eben sehr gut für seinen eigenen Blog einfach mal schauen, ob der okay ausschaut auf dem mobilen Gerät oder nicht, oder einfach mal herumspielen damit, wie das auf verschiedenen Breiten und Displays ausschaut. Was auch noch relevant ist, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendein mobiles Gerät und dort verwendet man genauso den Browser. Und deswegen haben wir uns ja gedacht, wir inkludieren in unseren Talk auch, wie man mobile Browser bedienen kann. Ich glaube, wir haben genug Zeit, wenn wir jetzt einfach aufs mobile Gerät wechseln, oder? Schauen wir mal, ob das so gut funktioniert. Jetzt ist es schwarz. Alles. Das war nicht richtig. Du. Kurze Werbeunterbrechung. Für alle, die jetzt in unserem Talk waren, beziehungsweise oder auch natürlich von Livestream, würden wir uns freuen,
wenn ihr unserem Talk oder uns Feedback gebt. Das könnt ihr genauso auf der Programmseite machen, eben auf pretalks.linuxtage.at, dort unseren Talk raussuchen und dort gibt es dann einen Feedback-Knopf ab 3/4, weil der kommt erst nach Ende des Vortrags. Ich glaube, er hat sie wieder da vorne. Ja, okay. Gut, wenn wir das jetzt so machen. Wir haben jetzt einen Emulator, das heißt, es ist quasi kein echtes Handy, aber es verhält sich sehr gleich. Wenn wir jetzt einmal aufmachen, wir haben da jetzt auch gesehen, vielleicht die meisten werden wahrscheinlich Chrome verwenden, aber man kann auch am Handy Firefox installieren oder andere Browser, eh logisch. Wir werden jetzt einmal die Sachen mit Firefox herzeigen. Das ist einmal im Pre-Talks. Was im Browser ist, alles ein bisschen kleiner, das heißt, es ist immer ein bisschen schwieriger. Und was im Browser zum Beispiel cool ist, wenn man die History sehen will, ist das da nicht so einfach, sondern gibt es da auf das eine zurück. Und wenn man irgendwie jetzt 10-mal irgendwo geklickt hat, ist das ziemlich lästig. Und das, wenn man da jetzt lang oben bleibt, dann wird tatsächlich im Firefox, das funktioniert im Chrome auch, die ganze Historie angezeigt. Das heißt, man sieht, aha, ich habe da schon mal Linux-Tage.at falsch eingegeben, aber ich kann da vielleicht einfach zurück zu, ich wollte eigentlich was über die Infostände wissen. Willst du was machen? Oder? Ich wollte nur mehr herzeigen. Okay. Dann wechseln wir zum Chrome. Boah. Aha. Nein, danke. Auch keine Übersetzung. So, und zwar, wir haben da jetzt erst einen Tab offen. Das heißt, wir machen jetzt schnell einen zweiten auf. Zum Beispiel nochmal die Linux-Tage, die sind einfach so toll. Und da kann man jetzt, wenn man jetzt von der Leiste nach unten zieht, kann man alle geöffneten Tabs sehen. Mal gespannt, ob das mit der Maus funktioniert. Ja, perfekt. Und wenn ich jetzt da rechts oder links swipe, dann komme ich zum nächsten Tab. Die zeigt das vielleicht. Gehen wir mal von zwei Sponsoren. So. Wenn man jetzt da rüber swiped, sieht man, man kann so Tab wechseln. Genau. Wenn man jetzt da irgendwas bei den Einstellungen verändern möchte, dann kann man da auf die drei Punkte klicken und dann zum Beispiel die History anschauen. Aber was auch geht, ist, man muss nicht dafür zweimal tappen, sondern man kann da einfach draufklicken, oben bleiben und dann runter, seinen Finger runter bewegen und dann einfach auslassen, dann kommt man direkt zu den Downloads. Und falls man jetzt im Zug sitzt, von Wien nach Graz, da ist einfach die Internetleitung echt schlecht, da gibt es da den Download-Button, da kann man sich eine Webseite runterladen, dann kann man sie offline lesen, was relativ praktisch ist. Dann, wir haben ja vorher eben die Konfiguration angesprochen, das gleiche kann man auch im mobilen Browser. Das sind jetzt alle möglichen Seiten, die es gibt, die internen vom Chrome. Und da gibt es zum Beispiel genauso die History. Das heißt, das funktioniert ganz gleich wie auch am Desktop. Ja, das ist noch einmal eben die Tab-Historie von den zuletzt geöffneten, also die zuletzt angesurften Seiten in dem Tab.
Ich kann nochmal kurz, also der Hauptgrund für mich, zum Beispiel Firefox am mobilen Gerät zu installieren, ist, dass man alle kennen die Werbeblocker und im Firefox kann man die mobilen Geräte eben genauso Add-ons installieren, was bei mobilen Chrome meines Wissens nach, glaube ich, immer noch nicht funktioniert. Das heißt, wenn man irgendwie seine drei Lieblings-Add-ons hat, die man unbedingt am Handy haben will, kann es sehr empfehlenswert sein, Firefox zu installieren. Ich glaube, das war es jetzt dann von uns soweit. Ich versuche nochmal die Folien herzuzeigen. Schauen wir mal. Das sieht man leider noch nicht. Achso. Gleich werden wir unsere Quellen sehen, genau. Eben der letzte Link von den Firefox Developer Tools. Und ganz oben sieht man eben die Keyboard-Shortcuts, die kann man dann nochmal nachlesen. Aber wir werden auch unsere Präsentation uploaden. Die sind dann direkt neben dem Feedback-Button. Und es gibt auch eine Linux-Tage Android-App für alle, die mobile Sachen verwenden. Ich denke, das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Falls es noch Fragen gibt, gerne. Auch zu vielleicht Dingen, die wir noch nicht behandelt haben oder die euch zu kurz gekommen sind oder andere Tipps. Genau, falls ihr noch irgendwas beitragen wollt zu dem Thema, auch gerne. Wenn nicht, dann sagen wir Danke.